Hey meine Freunde, willkommen in der Allianz Arena. Champions League Rückspiele gehen jetzt los und zwar heute in der Allianz Arena gegen Brügge. Die haben wir ja im Hinspiel nicht besiegen können, da ging das Spiel 2-2 aus und das möchten wir heute hier vermeiden. Deswegen spielen wir natürlich voll auf Sieg und haben dafür aber ziemlich rotiert, weil auch die anderen Spieler einfach teilweise sehr müde sind. Deswegen spielen wir heute mit Florenzi und Lahm auf der rechten Seite. Und im Sturm neben Müller. Oh Gott. Neben Müller. Ein Robben. Oh Gott. 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 Da ist die erste Chance für Brügge. Die erste Chance für Brügge. Die wird doch direkt genutzt und landet an der Latte. Abgefälschter Schuss. Wird dadurch nochmal gefährlich. Casillas hätte nichts mehr machen können. Und Brügge zeigt direkt mal, dass sie doch schon relativ gefährlich sind. Oder zumindest relativ gefährlich sein können. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir haben ja schon Lehrgeld bezahlen müssen im Hinspiel in Brügge. Das wollen wir nicht nochmal machen, diesen Fehler. Oder diese Fehler. Denn sie sind Gruppenerster. Wir sind Zweiter mit 2 Punkten hinten dran. Also wir müssen hier eigentlich gewinnen, um da noch dran zu bleiben. Mit einem Sieg wäre Brügge sogar schon durch. Glaube ich jedenfalls. Also auf jeden Fall wären sie zumindest punktgleich, wenn Atletico alles gewinnen würde jetzt. Die machen hier ordentlich Dampf. Die wollen auf jeden Fall hier den Gruppensieg mitnehmen. Ein Robben. Ein Robben, dieser Schuss war nix. Oh, viel zu einfach wird der Ball hier abgefangen. Viel zu einfach geht es. Jetzt kann es natürlich schnell gehen. Über ihn hier, der hat uns auch schon im Hinspielen einen reingepfeffert. Er ist schnell. Schnell und torgefährlich. Aber Lahm hat ihn unter Kontrolle. Noch. Wer weiß, wie lange noch. Bisschen Befreiung wäre jetzt gar nicht mehr so verkehrt. Alter. Müller geht da vorbei und der Schuss wird abgefangen bzw. gehalten. Ach, Mano. Simons, wie auch immer er ausgesprochen wird, ich habe keine Ahnung. Die machen hier ordentlich Dampf. Brügge ist momentan die Mannschaft, die eher das Spiel macht. Wir reagieren nur. Wir kontern nur. Deswegen müssen wir jetzt mal hier ein bisschen offensiver gehen. Wir müssen mal aus dem Loch da hinten rauskommen. Das kann doch nicht so weitergehen. Irgendwann knallt's und dann haben wir den Salat. Dann wird's erstmal Eckball. Ach, Müller. Ach, das ist da ganz schwach.
Oh, da unten ist alles frei für diesen Typ da, Izquierdo oder wie er heißt. Sag mal! Können die jetzt mal aufhören? Können sie sich jetzt vielleicht mal verpissen von meinem Tor? Das ist ja nicht mehr normal. Irgendwann knallt's. Ich sehe es schon kommen. Wir haben gleich Halbzeit und wir hatten keinen wirklich guten Schuss aufs Tor, außer das eine Ding von Müller. Und sonst macht hier nur Brügge das Spiel. Jetzt gleich mal hier einrobben. Nee. Nervig, was ist das für eine Partie gewesen? Was war das jetzt gerade für eine erste Halbzeit? Guckt es euch an. Ich will die Spielinfo sehen. Alter, wir hatten einfach nichts zu melden. Aber Brügge bringt den Ball halt auch nicht direkt aufs Tor, sondern die spielen viel damit rum und das wird halt nichts dann. Jetzt müssen wir aber hier Änderungen reinbringen. Und zwar Destro jetzt auf dem Platz. Costa von mir aus. Der will ja unbedingt mehr spielen. Und zur Stabilisierung der Defensive kommt jetzt noch Smalling rein, dann stellen wir, glaube ich, um auf Fünferkette. Das ist mir sonst zu blöd. So machen wir. Ne, nicht so, sondern breiter. So. Destro dann nach vorne. Müller dahin, Robben. Er ist auch kacke. 5-3-2 am besten müssen wir spielen hier. Gibt es aber nicht noch ein bisschen. Oder 5-2-3, das ist auch okay. 5-2-3 klingt gut. Smalling machen wir dann dahin. Alaba dann ganz nach außen. Von Alaba, von dem habe ich nichts gesehen in dem Spiel. So, Sanchez und Costa machen dann das Mittelfeld hier. Nein, Sanchez und Lahm machen das Mittelfeld. Costa ist auch noch da unterwegs. Müller... Lassen wir mal da. Können wir noch wechseln? Nee, also lassen wir es eben so. Was für eine Veränderung. Taktisch komplett umgestellt hier. Zur zweiten Halbzeit. Mit Fünferkette spielen wir gegen Brügge. Hätte ich auch nie gedacht. Dafür eine bisschen offensive Fünferkette. Philipp Lahm macht das hier schon mal gut. Ey, das ist ein Foul. Philipp Lahm. So, jetzt mal einen Robben hier. Oh, Müller kommt aus dem Nix. Da kam Müller einfach mal aus dem Nix. Ach, verdammt. Das wäre es natürlich gewesen. Wenn Destro mit dem Fallrückzieher Müller den Ball vorlegt. Boateng ist zur Stelle, aber es gibt Eckball für Brügge. Oh, das war nicht gut von Brügge, aus Brügge Sicht. Jetzt bringt es uns nämlich eine Kontermöglichkeit. Destro. Destro, Pfosten, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Jetzt aber. Da ist es. Verdammte Scheiße, da ist es. Alaba, von dem man das ganze Spiel nichts gesehen hat, macht dann hier das Tor. Gott sei Dank.
Oh, und dann Alaba mit dem Ballverlust. Jetzt aber. Kontermöglichkeit. Hey, Schiri. Okay, jetzt nicht leichtsinnig werden. Gut gemacht von Alaba. Ah, Müller. Shit, da habe ich den Mitspieler oder den Gegenspieler nicht gesehen. Sanchez, hervorragend gemacht. Viertelstunde ist es noch. Boah, Smalling, klasse Tackling. Casillas zur Stelle. Müller ist da komplett in Vergessenheit geraten. Schade. Robben hält den Ball noch im Spiel, aber nein. Mit diesem Sieg könnten wir Tabellenführer werden in unserer Gruppe. Das wäre so wichtig. So, jetzt nochmal Douglas Costa. Schade. So, was machen wir jetzt? Lahm. Steckt ihn durch. Destro. Destro kommt nicht mehr dran. Ach, der Typ tut mir so leid. Der hat so viele Chancen. Vorhin auch der Pfostenschuss. Der Fallrückzieher, der von Müller fast noch ins Tor gekickt wurde. Und so weiter und so fort. Er hat einfach Pech. Er spielt so gut eigentlich, aber es fehlt halt dieses nötige Quäntchen Glück noch, was dann zum Tor verhilft. Aber egal, wir gewinnen dieses Spiel. Glücklich durch Alabas Tor zum 1-0-Siegtreffer. Wir sehen uns in der nächsten Partie. Bis dann und tschüss.